So Leute, willkommen zurück bei GTA 5. Wir sind hier mit Michael und wir gehen jetzt zu dem D. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Ich bin mir ein bisschen unsicher, aber scheint richtig zu sein. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Okay. Steig in das Auto. Lassen wir die Mission beginnen. Ja, Franklin macht gerade viel durch, ne? Vom Autodieb macht er jetzt hochprofessionelle Missionen. Begib dich zur Tankstelle. Müsste kein Problem sein. Okay, mein Hals ist kaputt. Das merkt man relativ schnell, wenn man einen Part beginnt. Ja. Und hier lang. Okay, es sind 3 Kilometer. Also das ist schon ein ganzes Stück. Ich verpasse irgendwie immer die Einfahrt. Das ist auch nicht so einfach zu sehen, ne? Auf welcher Linie man jetzt gerade ist. Vor allem, wenn man, wie ich, in der Mitte gerne fährt. Aber egal. Die paar Minuten haben wir doch, oder Leute? Und es wird gerade Tag. Ach, ich find's schön. Ich mag's, wenn die Sonne aufgeht. So. Vor allem im Sommer, dann hört man immer schön die Vögel zwitschern. Zack. So. Also ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr von diesem Hollywood-Typ machen, Missionen. Ich finde die irgendwie total cool. Ich finde die total interessant. Aber ich glaube, die hier jetzt wird auch ziemlich interessant. Da müssen wir einfach mal schauen. Wir haben hier ja ein relativ schnelles Automobil. So, jetzt machen wir mal Fernlicht an, um alle anderen zu blenden. Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Okay, da habe ich mich nochmal gut gerettet. Dank der Fähigkeit. So. Also die 2 Kilometer fahre ich sicherlich nicht. Wow. Pisser. Also die 2 Kilometer fahre ich sicherlich nicht. Also da ist, glaube ich, ein Ticken zu weit. Run. I'm telling you, 2.7 millimeters. Who the fuck does 2.7? How about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Oh, was für geile Autos die beiden haben. Ja, fahren wir jetzt gerade schon ein Rennen oder? Anscheinend scheint schon zu beginnen. Okay, bin ich mal gespannt, ne? Wie wir uns schlagen. Wir sind mit Franklin unterwegs. Mit ihm müsste es... Uff. Mit ihm müsste es eigentlich ganz gut klappen. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Aber es hat leider irgendwie den Anschein. Weil ich gerade auf dem Gegenverkehr fahre. Und die beiden nicht. Boah. Ich muss echt ein bisschen mehr mit meiner Fähigkeit arbeiten. Aber ich hol auf. Da können sie sich noch so teure Autos holen. Im Endeffekt zählt doch der Skill. Wlupp.
schön. Flup. Bisschen hier die Noob-Taktik mit der Fähigkeit. Ey, komm. Okay. Die Dinge sind ganz schön schnell. Ich würde gerne damit fahren. Also ich glaube, mit denen zu fahren könnte ganz geil werden. So. Darf ich den nicht mal rammen? Ist ja blöd. So. Wie füllt sich eigentlich die Fähigkeitsleiste auf? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Also bei Franklin anscheinend mit Fahren. Indem er fährt. Ich glaube, bei Michael ist es mit Schießen und bei Trevor auch. Ne? Aber ich kann mich natürlich auch irren. Hab da jetzt nicht so mega aufgepasst. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann das Rennen gar nicht gewinnen. Könnte das sein? Und flip. Sauber. Also ich weiß nicht, ob ich das gewinnen kann, das Rennen. Weil es gibt ja gar kein Ziel oder ähnliches. So. Wahrscheinlich soll ich es nicht einmal gewinnen. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. I'll tell you about that later. Okay, das ist geil. Ey, das ist voll cool. Na los, nehmen wir sie fest. Okay, ich wusste nicht, dass sie so eine klassische Uniform anhaben. Das ist natürlich echt cool. Okay, du nimmst links, ich rechts. Wir Leute müssen ja zusammenhalten, ne? Wir Polizisten wollen ja, dass hier Recht und Ordnung herrscht. Ich finde, bei Trevor sieht das echt witzig aus. Also der Anzug. Er könnte echt Polizist werden. Also ich glaube, wenn die Stadt unter seinen Fittichen wäre, als Polizist, würde sich, glaube ich, keiner mehr was trauen, Scheiße zu machen. Gehe ich ganz stark von aus. Also ich würde mich beherrschen. Wobei ich tue ja generell keine Scheiße machen. Aber würde ich es tun, dann würde ich mich unter den Fittichen von Trevor wie ein Engelchen anstellen. Uff, uff. Okay, vorsichtig. Ja, ich habe eher weniger. Gar nicht so einfach, die einzuholen. Oh. Soll ich die überhaupt einholen? Ich habe ein Gefühl, wir schaffen das nämlich nicht. Na, wieso halten sie denn nicht einfach an? So faul. Ey, wir fahren hier fast durch die ganze Stadt, hey. Car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You, you little shit! Get the fuck out of here! Go on!
Ach, so freundlich. So unglaublich freundlich. Aber was für ein Auto. Ich glaube, das sollte ich genießen, weil so etwas werde ich nie besitzen. So. Oh Mann, was für ein Auto. Da werde ich voll neidisch. Speak. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Okay, hoffen wir einfach mal, dass wir heil durchkommen. Weil ich bin noch nicht gestorben. Scheiße, ich sollte nicht davon reden, ey. Dann geht meistens irgendwas schief. Oh Gott, jetzt kommt auch noch GEMA-geschützte Musik. So. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Wisst ihr, mit der Zeit, nach fast 50 Parts GTA, merkt man halt, dass man einen Drang hat, bei Missionen zu scheitern. Einen unglaublichen Drang hat. Einfach mal, dass alles schief geht. Und ich würde es nicht wundern, wenn ich jetzt hier noch sterben werde. Durch irgendeine blöde Sache. Und ich hoffe es natürlich nicht, weil es echt ein sehr, sehr schönes Auto ist. Auch wenn es dank mir schon ziemlich mitgenommen aussieht. Wie viel kostet denn so ein Auto? Also ich glaube mit 100.000 muss man da schon rechnen, oder? Wenn nicht sogar noch mehr. Boah. Ey, das ist ein Haus, ey. Bei uns hier. Aber es könnte natürlich auch eine Wertanlage sein, ne, so ein Auto. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren immer noch relativ viel wert ist. Wenn nicht sogar noch mehr, je nachdem, wie limitiert die Auflage ist von den Herstellungen dieses Automobiles. So. Mann, macht Platz, Leute. Ach, das Auto sieht so neu aus. Na, ey. Ich sollte aufhören, die Untertitel zu lesen und mich auf die Straße konzentrieren. So. Ey, was ist da denn los? Ich werde doch jetzt nicht einen Kilometer vorm Ziel des Autos schrotten hier. Oh Gott, ich lebe noch. Wisst ihr, wenn man zu stark gegen eine Wand fährt oder so, kann man auch aus dem Auto geschleudert werden. Müsst ihr mal ausprobieren. Dann am besten wirklich in eine Wand fahren. Oh Gott, wir haben es geschafft. Puh. Mann. War nicht einfach. Aber war okay. Alles okay. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now!
Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not